Seid ihr herzlich willkommen. Erstmal möchte ich bedanken für die guten Wünsche. Es geht mir nicht besonders gut, ich habe immer noch Fieber, aber ich mache trotzdem diese täglichen Aufnahmen und ich hoffe, dass in den Tagen besser geht. Und diesmal geht es darum, dass er dich liebt, er möchte seinen Gefühlen zeigen, er will dich erobern, er kämpft auch um dich. Und wie geht das weiter, das schauen wir bei dieser Legung an. Hier sehen wir die Kerlchen und das symbolisiert seinen Gefühlen, deinen Gefühlen, da ist diese Verbindung da. Die Kinder zeigen, die Kindheitserinnerungen, eine gewisse Nostalgie ist dabei und sehen wir einen Neuanfang und das Spielerische, weil die Kinder bedeuten oft auch einen Neuanfang. Und diese Kraft hier bedeutet, du gibst ihm Kraft, er gibt dir Kraft, diese Kraft kann auch die inneren Kraft auch sein, die Überzeugungskraft, dass er zurückkehrt, dass er dich liebt, dass er sich bemüht, dass die Beziehung besser läuft. Sei davon überzeugt. Und er wird handeln, weil er nimmt diesen Stab in Hand und das bedeutet, er wird aktiv sein. Weil dieser Stab symbolisiert die Feuerelement und Feuerelement ist immer aktiv. Also zeigt die Handlungen, die Begeisterung, die Kraft, die Mut, genauso wie hier auf diesem Bild, diese Kraft auch sichtbar ist. Was mir auffällt auf diesem Bild, das ist dieser Schmetterling. Und das zeigt die Wandlung, die Leichtigkeit. Und in alten Kulturen bedeutet die Schmetterling die Seele. Und das heißt dann, ihr seid seelisch miteinander verbunden. Aber in seinem Leben oder in seiner Umgebung passieren Ungerechtigkeiten, zeigt Justitia. Kann auch eine rechtliche Lage auch sein, was er bewältigen muss. Aber hier wird er auch aktiv sein. Weil er nimmt dieses Schwert in Hand und trennt etwas. Die Ungerechtigkeiten oder bestimmten Personen verabschiedet sich davon, wo er eben diese Ungerechtigkeiten erlebt hat. Oder eine rechtliche Lage wird jetzt beendet. In seinen Augen bist du diese Königin und herrscht über die Wasserelemente. Und Wasserelement bedeutet deinen Gefühlen. Er weiß ganz genau, du bist verträumt, liebevoll, du hast diese Träume oder Fantasie und auch deine Intuition, deine Inspiration. Du lebst deinen Gefühlen und du kannst davon auch etwas geben und er nimmt das auch an. Und wie ein kleiner Junge kommt er zur Fröhlichkeit und winkt zu dir und das bedeutet die Freude, die Annäherung. Und die letzte Karte zeigt die Mondenergie und das bedeutet die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte, aber auch die Rückzug. Sei zurückhaltend, stell das vor, der ideale Zustand, er kommt von alleine, weil er liebt dich und er kämpft um dich. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.